So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen Star Wars Jedi Survivor weiter. Genau, wir waren auf der Suche nach zwei verschollenen Prospektoren. Und wir finden jetzt wohl heraus, was genau mit ihnen passiert ist. Wobei, eine haben wir ja schon gefunden. Das war eine Forscherin, die verhungert und verdurstet ist. Aber vielleicht weiß ich es auch nicht. Und das war einfach ein anderer. Wenn wir jetzt noch zwei Lebende finden. Was für eine Kreatur lebt denn hier unten? Oha. Hast du was gefunden? Gut gemacht. Gewaltiger Brustkorb. Der freigelegte Brustkorb einer enormen Kreatur. Spuren an den Knochen deuten darauf hin, dass er von einem gefräßigen Raubtier abgenagt wurde. Könnte eigentlich alles gewesen sein. Sieh dir mal diesen Brustkorb an! Meinst du, die Bedlam Raiders zahlen für Fossilien? Das war ein Prospektor. Das muss einer der verschollenen Prospektoren sein, Kumpel. Ja. Mal gucken, was mit dem geworden ist. Und ich glaube, hier haben wir einen Bosskampf zu erwarten. Und da habe ich richtig getippt. Ein Gorok. Das ist auch ein Gorok. Mit dem ist aber nicht zu spaßen. Glaube ich. Haben wir irgendwas mit der Macht gegen? Oha, der kann einfach hier durch? Sag mir das so. Ah, super. Das war einfach zwei Angriffe und ich will Essen für ihn. Kann doch nicht sein. Nein, das wollte ich nicht. Das habe ich Leben verschwendet. Wichtiges Leben. Der sieht sehr gefährlich aus. Ist es auch. Wahrscheinlich. Nein. Und was? Oha. Also, er darf mich auf gar keinen Fall greifen, weil sonst bin ich direkt tot. Das heißt, ich bin eigentlich immer tot. Und boah. Wie? Also das kann ein Kampf werden. Weiß nicht, wie ich ihn besiegen soll. Dem ist ja einfach alles egal, was ich mache. Boah. Stimmt,
glaube, der ist jetzt ein bisschen aggressiv geworden. Ja, und wieder keine Chance. Ich habe ihm nicht mal ein Drittel Schaden gemacht. Wie soll ich das denn schaffen? Ich habe ja unten diese Zeitlupe oder was das ist. Wenn ich bloß wüsste, wie ich die einsetzen kann. Nur das hier was. Und er hat mich. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll. Ja, gute Frage. Sehr starke Machtangriff bringt ja nicht viel. Ja, ich bin nur ausgewichen. Hierher, Kumpel. Ich bin doch ausgewichen. Ich bin doch ausgewichen, ey Mann. Es wird vorne und hinten nichts. Nie. Ich werde ihn nie in meinem Leben schaffen. Was geschafft? Was? Nein. Oh mein Gott. Das geschafft. Jetzt wissen wir, was die Prospektoren getötet hat. Alter. Warte, bis Grease davon erfährt. Was war das? Für ein Kampf. Sieh dir das an. Rancor, extrem stark, aber langsam. Okay, so langsam ist er jetzt nicht. So langsam ist er jetzt auf jeden Fall nicht. Blocken und Parieren sind weniger effektiv, ja, habe ich gemerkt. Ausmanövrieren hat aber auch nie geklappt. So.
Rancor bewohnen die dunklen Orte der Galaxis, oft der Gnade derjenigen ausgeliefert, die eben so dunkle Herzen haben. Der Rancor ist eine große, blutrünstige Bestie, der man am besten aus dem Weg geht. Ist der Kampf aber unvermeidlich, sollte ein Krieger sich vor dem Stampfen seiner Gliedmaßen, seinem gefräßigen Maul und seiner nahezu undurchdringlichen Haut hüten. Ja. Und ich hab's gleich, genau, 20 Mal mit ihm aufgenommen. Hätte ich ihn damit abwerfen können? So. Eine Essenz kriege ich als Belohnung dafür. Zertrümmern. Bonus halten. Du hast einen Bonus entdeckt. Im Spiel gibt es verschiedene Arten von Boni und sie können deine Spielweise nachhaltig beeinflussen. Bonus-Slots. Du hast zu Beginn 3 verfügbare Bonus-Slots. Du kannst im Laufe des Spiels weitere Slots freischalten. Besonders mächtige Boni erfordern möglicherweise mehrere Slots. Bonus hinzufügen. Boni können jederzeit im Boni-Bereich des Fähigkeitsmenüs eingesehen werden. Aktuell ausgerüstete Boni können an Meditationspunkten verwaltet werden. Dann schauen wir da mal direkt rein, was wir hier Schönes bekommen haben. Und abspeichern. Das ist ganz wichtig. So, Boni. Zertrümmern. Kosten 2. Blockanzeige Schaden. Angriffe sind effektiver darin, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen. Ausgerüstet, okay. Ich habe 3 Slots frei gerade. Okay, gut. Okay, weiter geht's. Hier sieht alles entdeckt aus. Das heißt, wir können das erste Mal schnell reisen. So. Dann kannst du diesen Punkt eigentlich schnell reisen, ja. Genau, und bevor wir jetzt zu Greece gehen, interessiert mich viel mehr, was da hinten in dem Hangar ist oder was auch immer das sein soll. Weil das sieht doch schon ziemlich interessant aus. Jägersteinbruch. Bitter gekämpft. Na, dann greifen wir mal ein. Oh. Hey, BD! Noch ein! Also ganz viele auf einmal sind schon ziemlich anstrengend. So. Ha. Was ist ein Gemetzel? Das ist ein Druide. Das ist ein Prospektor. Super. Ich verstehe das. Das sind merkwürdige Dinger. Ich wüsste auch gern, was drin ist. Aber dafür fehlen uns die Zeit und die Ressourcen. Also nein. Und frag bitte nicht mehr. Das alles haben wir nur für eine Kiste gemacht. Ja, anscheinend schon. Dann würde ich mal sagen,
Wir gehen jetzt in die Stadt rein und suchen Grease. Geschafft. Ich freue mich, Grease wiederzusehen. Ist lange her. Vielleicht weiß er, wo die anderen sind. Sie war in der Vergangenheit gefangen. Maren ging auf Wanderschaft. Alte Geschichten. Was ist das? Kann ich hier irgendwie nichts machen? Kann ich von der anderen Seite vielleicht rein? Ne. Komisch. Naja, dann gehen wir mal. Wobei ich nicht weiß, wo wir anfangen sollen zu suchen. Sieht auch ziemlich leer aus. Wie im Hauptgebäude. Okay. Du hast wohl geglaubt, du könntest uns reinlegen. Das war doch alles so ein Missverständnis. Hey. Lass ihn los. Das wird nicht gehen. Dieses Ding verkaufte uns ein unbezahlbares Relikt. Den Schlüssel, den wir so lange gesucht haben. Aber natürlich ist er gefälscht! Ich hab ihn für echt gehalten, Ravis. Ganz ehrlich. Ich glaube dir. Doch solche Fehler dürfen nicht toleriert werden. Dies soll eine Warnung für all diejenigen sein, die glauben, die Bedlam Raiders hintergehen zu können. Tötet ihn. Oh nein, nein! Genug. Geht einfach. Zeigt unserem Freund hier, wieso seinesgleichen tot sein sollte. So, Elvis. Na, oh. Kämpf nur weiter! Das ändert gar nichts! Da war der Ravis. Notizen. Mit mir. Wir können durch die ganze Stadt kämpfen, oder was? Warum hörst du nichts? Oh, seht euch das an! Ich hab kaum noch Leben. Das wird nicht funktionieren. Endstation. So kämpfen die Bedlam Raiders. Zu langsam gehen. Wann habe ich ihnen so viel Schaden gemacht? Wenigstens wird sich die Mühe lohnen. Ja, naja, du bist gleich gut. Also, freu dich nicht zu früh. Beeindruckend. Wenn ihr nochmal kämpfen wollt, dann nehmt ihr uns. Welch Vergnügen, nach so vielen Jahren einen deiner Art in Aktion zu sehen. Edler Jedi-Ritter, wenn sie ihr Schwert zügeln, ziehe ich friedlich von dannen. Wir sehen uns.
Dummert! Das ist der Held, der sich gegen die Bedlam Raider gewehrt hat! Ah, mein Retter! Ja, schön. Lass gut sein, Turgel. Turgel, komm schon her. Ja. Bist du Doma? Bin ich ja wohl. Wie heißt ihr? Jedi? Ich bin Kerl. Das ist BD1. Es wäre toll, wenn die Sache unter uns bleiben würde. Wir im Grenzgebiet überleben nur, weil wir zusammenhalten. Versteht ihr? Allerdings. Ach, ihr hättet eben nicht eingreifen müssen. Dennoch habt ihr es. Ja, das habt ihr allerdings. Turgel, Schnauze. Wir bewahren euer Geheimnis. Kerl. Ich bin sicher, wir beide können davon profitieren. Danke. So, dann haben wir das auch schon erledigt. Vergiss nicht, später in meinem Laden vorbeizuschauen. Mach ich. Uns mit dir anzufreunden. Oh, Kerl, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass du mich gerettet hast. Gern geschehen. Und diese geschmeidigen Bewegungen, unglaublich. Wo hast du das gelernt? Hatten wir uns nicht geeinigt, nicht darüber zu reden? Oh, ja, richtig, natürlich. Aber könntest du mir trotzdem mal ein paar Tricks beibringen? Ich will nicht, dass du dich selbst verletzt. Aber Doma sagt, das kann ich am besten. Ich bin wirklich beschäftigt, Kerl. Vielleicht später. Okay, gut. Dann schauen wir mal hier drin. Wir sind eine Oase im Sand. Und bist du vor Durst kurz vom Tod? Trink bei uns, sei kein Idiot. Und läufst du vor einem Blaster weg, lass dich nicht treffen, das wär Dreck. Komm in Pailun Saloon. Was können wir für dich tun? Ah, ein potenzieller Gast. Was darf sein? Nichts. Danke. Oh, das ist ein Fehler. Ich suche einen alten Freund. Vier Arme. Haarig. Großmaul. Oh. Vertikal beschränkt? Los, komm raus, altes Haus. Die Luft ist rein. Ich sag dir, Monk, die Bedlam Raiders werden der Untergang von diesem Ort sein. Es gibt keine Hoffnung. Null, nada, niente. Wie geht's dir, bitte? Moment. Oh, Kerl. Kerl, lass dich drücken, du Sohn eines Boglings. Wie lange ist's her? Ich hab dich vermisst, Kleiner. Hi. Lass mich dich ansehen. Oh, du siehst furchtbar aus. Ja, auch schön, dich zu sehen, Grease. Hey, passt du auch gut auf ihn auf? Und passt du auch gut auf die Mantis auf? Oh, bei unserem letzten Job gab es etwas Ärger. Was heißt denn etwas Ärger? Imperialen Ärger. Oh, das war ja klar. Hier auf Kobo treiben sie sich in letzter Zeit auch rum. Skyro de Mantis ist durchgebrannt. Wir brauchen deine Hilfe, um hier zu verschwinden. Ja klar, das kriegen wir hin. Los, setz dich schon. Hör zu, Monk. Gib meinem Freund was Besonderes zu trinken. Erfrischungen! Ein Slippery Monk! Kommt sofort! Willkommen in Pailun Saloon! Die beste Absteige diesseits von Celtrus. Ja, so wie du es sagst, wird's ihm nicht gerecht. Hier was zum Runterspülen. Monk und ich haben den Laden vom Vorbesitzer bekommen, nachdem, nun, naja. Er hat sich eine tödliche Blastervergiftung eingefangen, von den Bedlam Raiders. Wir hatten schon das Vergnügen. Geht's dir gut, Grease? Oh, klar, sicher. Solange ich nichts hab, was die wollen. Hey, was ist der Mantis passiert? Oh, wir waren auf Coruscant. Infos für Sorgerera einholen. Es ging schief. Nur zwei von uns konnten fliehen. Alles, was ich mache, ist sinnlos. Und die Macht des Imperiums wird größer. Seid sicher. Das Team getrennt hat, das ist nichts wie früher. Ja, wir hatten eine schöne Zeit, nicht wahr? Ich, du, die Weltraumhexe, Seer. Hast du mal wieder mit ihr gesprochen? Maren ist ständig unterwegs, erforscht neue Planeten, findet neue Freunde. Ich hab's hier gemeint, Kleiner. Nein. Ist eine Weile her. Du? Tja, ihre Kredits haben uns geholfen, den Laden zu eröffnen, aber hier war sie noch nicht. Sie ist sehr beschäftigt mit einem neuen, Projekt.
Hey, Kerl. Wieso entspannst du dich nicht etwas, bevor wir die Mantis reparieren? Die Galaxis kann für ein paar Stunden warten. Ah, wir sollten lieber schnell aufbrechen, wenn wir hier fertig sind. Ich habe unten im Keller einen Raum extra für dich vorbereitet. Den solltest du dir ansehen, Kleiner. In Ordnung. Danke, Grace. Setzt dich ein Trophäe erhalten. Dann war Grease wohl auf uns vorbereitet. Auf ein Wiedertreffen. Das ist die Küche. Der Keller muss da drüben sein. Hier geht's nicht lang. Ich hätte eigentlich erwartet, dass er ein bisschen böse auf uns ist. Nach dem, was wir mit seinem Schiff gemacht haben. Wow. Grease hat sich selbst übertroffen. Kobo ist ziemlich weit weg von der nächsten Handelsroute. Anscheinend kommt Grease mit Bergungsgut aus. So kommt man mal auf andere Gedanken. So, für dich haben wir ja neue Sachen, BD. Naja. Was verändert sich hier? Kleinigkeiten. Das sieht ganz gut aus. Neuer Look für dich, BD. Aber du bleibst der Alte. Ja. Was haben wir hier für Materialien? Weiß, die Farbe können wir auch ändern. Nehmen wir mal weiß. Das können wir nehmen. Sollen wir damit losziehen? So, was gibt's hier noch zu entdecken? Du redest immer noch im Schlaf, hm? Tja, manches ändert sich nie. Du Spinner. Haarknäuel. Danke, dass ich mich hier ausruhen darf. Klar doch. Warum habe ich wohl all die Jahre deine Sachen aufbewahrt? Ich habe gehofft, dass du mal vorbeikommst und ein Päuschen machst. Es gibt immer Ärger, wenn ich irgendwo zu lange bleibe. Du hast gesagt, hier liegt irgendwo ein Ersatzgyro rum. Wir haben noch viel Zeit, um die Mantis zu reparieren, aber jetzt will ich ein bisschen über dich reden. Mir geht's gut. Je früher wir wegkommen, desto besser. Und dann willst du vielleicht mit Sorgerera Unruhe stiften? Womöglich. Ja, wenigstens einer muss doch kämpfen. Witzig. Genau dasselbe hast du damals auch gesagt, als wir uns getrennt haben. Ja, weil ich... Hör zu. Ihr hattet eure Gründe zu gehen, aber für mich ist Aufgeben keine Option. Ich muss weiterkämpfen. Und wohin hat dich das geführt, Kerl? Ich wünschte, es wäre anders, aber du verlierst immer mehr Leute und du hast selbst gesagt, dass das Imperium jeden Tag stärker wird. Womöglich wird es Zeit, dass du mehr bist als nur dein Lichtschwert, mein Junge. Denk mal an dich selbst, lass dich nieder, finde ein Zuhause. Ein Zuhause, Grease? Es gibt kein Zurück. Der Orden ist weg, wie auch mein Lehrer. Ich habe alles verloren. Sollen sie etwa alle umsonst gestorben sein? Ich kann doch nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich weiß, du hattest es wirklich nicht leicht, aber Kerl, vertrau mir. Denn ich hab's erst auf die harte Tour gelernt. Wisse, wann du bei einem gezinkten Spiel aufhören solltest. Sonst wirst du irgendwann etwas verlieren, das du nie wieder ersetzen kannst.
schön. Komm, ich will dir was zeigen. Das ist ein Schmugglertunnel. Komm zusammen mit der Kantina. Geh und sieh dich um. Ich habe da unten ein paar Ersatzteile. Ich wette, dort wirst du alles finden, was du brauchst, um die Mantis wieder flott zu machen. Danke. Ich weiß es zu schätzen. Cal, darf ich dir eine Sache sagen? Es tut wirklich gut, dich wiederzusehen. Ja, dich auch. Grease, ich denk drüber nach. Hey, pass auf, wo du da unten hintrittst, ja? Ich habe ein kleines Problem mit Ungeziefer. So, und damit würde ich sagen, bevor wir auf die Suche gehen nach den neuen Teilen, würde ich erstmal die Folge beenden. Und hoffe, dass sie dir gefallen hat. Du kannst ja gerne ein Like und ein Abo da lassen und einen Kommentar schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!